ist das aufregend, das kann ich euch sagen. Der erste Film rendert gerade und so wie es aussieht, schauen wir mal. Reden wir später drüber, wenn es dann fertig ist und es geklappt hat. Vor allen Dingen, denn die Einstellung habe ich erstmal so gelassen, wie sie vorgegeben waren. Von der Qualität her muss ich mal gucken, ob ich das noch ende oder nicht. Das werden wir dann jetzt im ersten Film gesehen haben, jetzt von dem neuen PC dementsprechend. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Es geht jetzt heute um so ein paar Updates aus dem Reich, ja, der Moose, der Karnivoren, das Thema allgemein dementsprechend, um mal so ein paar Sachen zu sehen, wie sie sich entwickelt haben von den Sachen, die wir hier machen. Darum machen wir das ja, damit wir gemeinsam verfolgen können, was so funktioniert, was geht oder nicht geht, nicht wahr? Und von daher ist es natürlich sehr interessant zu beobachten und mitzunehmen, wenn man die Serie regelmäßig guckt, vor allen Dingen dann. So, meine Lieben, das heißt, ganz schnell fangen wir jetzt an, denn es gibt sicherlich ganz viel zu sehen heute. Und machen werden wir wohl nichts in dem Sinne Praktisches, obwohl müssen wir mal gucken. Ne? Je nachdem, was sich jetzt so ergibt, wenn das Ganze gemeinsam uns jetzt anschauen, was wir dann dementsprechend zu Gesicht bekommen, sehen wir jetzt. So, ja, ne, Lava Palava. Das Eierbäumchen, das ist so gegen... Ach, ich wollte es gerade so hoch, hier geht da gar nicht. Pass auf, ne, das mache ich nehmen. Ja, ich bin noch unvorbereitet, absolut. Das ist alles Chaos im Moment noch. Das Eierbäumchen sieht so wunderschön aus und es blüht. Ne? Nicht nur eine Blüte, es sind jetzt eins, zwei. Der dritte ist jetzt, glaube ich, entweder verblüht oder fängt an zu blühen. Aber wisst ihr was, da gucken wir uns im nächsten Film etwas näher an, wie das Ganze sich jetzt hier entwickelt im Raum, ne? Im Haus dementsprechend natürlich. Ist eine coole Sache, eine richtig coole Sache. Und das Baby hier, unser Steckling, der steht ja nur auch schon seit zwei Tagen oder drei Tagen hier. Er weiß Bescheid, ich bin ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist es knackig, es ist frisch, alles easy, alles tipi-tapi-topi. Düngen werden wir im Moment noch nicht. Wir warten jetzt, bis die Pflanze anfängt herauszuwachsen. Und dann werden wir anfangen zu düngen. Jetzt macht sich alles selbstständig. Denn wenn sie anfängt zu wachsen, macht sie dementsprechend auch Wurzeln und kann dementsprechend auch Nährstoffe aufnehmen. Aber jetzt lassen wir die kleinen Wurzeln erstmal in Ruhe einwurzeln in das Substrat, bis die Pflanze anfängt zu wachsen. Und dann fangen wir an zu düngen, denn wenn die Pflanze anfängt zu wachsen, braucht sie Nährstoffe. Okay? So. Ach man, ist das aufregend. Das kann ich euch sagen. Wenn das jetzt wirklich so klappen sollte, wie der PC mir das anzeigt, wenn die Qualität dementsprechend stimmt, dann sind wir auf einem neuen Wege in der Filmtechnik in dem Sinne. Dann wird einiges sich ändern, weil es dann einfach einfacher ist. Und wir versuchen ja alles einfacher zu machen, nicht wahr? Weiß Bescheid. So, bis denn. Nicht bis denn, bis jetzt, in dem Sinne. Lol. Dann fangen wir mit dem schönsten Projekt oder Objekt in dem Sinne jetzt mal kurz an. Mit der, ja, Drosera capensis alba, die durch einen Zufall entstanden ist. Wir erinnern uns, ich habe damals Drosera rotundifolia ausgesät, die ich bestellt hatte. Und herausgewachsen sind Drosera capensis, vermutlich auch eine Drosera rotundifolia, aber die stehen jetzt alle momentan noch draußen. Die zeige ich euch gleich auch mal ganz kurz. Da muss ich überlegen, ob ich da die eine oder andere Pflanze jetzt mal reinhole. Im Moment sehen sie noch ganz gut aus, aber ja, ne, der Winter kommt halt bald irgendwann. Dann wird es richtig kalt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die tatsächlich in der Art und Weise überleben, wie wir sie gleich sehen werden. Jetzt hoffe ich mal, dass es vom Licht passt. Ich habe es auf Automatik gestellt und die stehen hier in der Schüssel. Das sind die Drosera capensis. Die haben am meisten gelitten bis jetzt, leben aber noch. Das Ganze war bis minus 6 Grad, ne? War also auch schon mal eingefroren. Hier haben wir die Drosera spatulata. Ich versuche es mal ein bisschen näher ran zu zoomen. Mal gucken, ob das gelingt. Ja. Ja, die sehen jetzt so aus. Also das scheint schon mal besser zu funktionieren in dem Sinne. Aber ich habe da noch keine Ahnung von. Das ist Learning by Doing hier. Um mal zu gucken, was eigentlich hier möglich ist. Ne? Die sind alle abgesoffen hier. Ja, und hier sind die Drosera alicie. Ah, sieht schon cool aus, ne? So eine Unterwasserlandschaft. Hat schon was. Okay, wenn das Geflimmer jetzt nicht wäre. Aber die sehen auch noch okay aus, muss ich ehrlich sagen. Ja. Auch mega cool. Also würde ich sagen, wir lassen sie draußen stehen. Wenn es nicht geht, nicht klappen sollte, habe ich was mitgenommen, was gelernt und werde dann das Ganze einfach nochmal starten. Das ist ja nun nicht das Problem, ne? Ein paar Jährchen werden wir wohl noch dabei sein hier. Ah ja, es sieht cool aus. Okay, das mal kurz so gezeigt, wie sie jetzt draußen stehen hier im Wasser. Wenn es jetzt richtig kalt wird und das Ganze komplett durchfriert, bin ich mir nicht so sicher, ob das noch funktioniert. Vielleicht sollte ich sie auch einfach hier eingraben, mit der Schüssel dementsprechend, dass das von unten ein bisschen geschützter ist. Oder? Nun ja, mal kurz so gezeigt als Update, die Pflanzen, die Drosera, die jetzt hier halt draußen stehen bleiben. Vielleicht hole ich mir noch den einen oder anderen mal raus, da drin.
Ja, warum nicht? Okay, mal kurz so mitgenommen. Ach so, warte mal. Da müsste der Drosera Rotundifolia sein. Wenn es denn einer ist, kriegen wir so vielleicht besser drauf. Okay. Hier ganz kurz so gesagt zu der Wasserstandsanzeige. Der steht jetzt auf der Hälfte und dann gieße ich in der Regel auch schon wieder, denn sie mögen es ja doch lieber feucht. Ne? Von daher warten wir hier nicht, bis das Ganze komplett auf Minimum steht, sondern also ich gieße hier zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Wasser rein, damit dementsprechend ausreichend Feuchtigkeit gegeben ist für die Pflanze. Also das funktioniert soweit ganz gut. Unsere Zusatzbeleuchtung sieht mega cool aus, hat ausreichend Klebetropfen, jetzt hängt sie hier fest, entwickelt. Also das ist eine richtig mega coole Erscheinung hier mit dieser Pflanze in dem Sinne. Und voraussichtlich werde ich dann dementsprechend auch die eine oder andere dann auch noch in solch ein Lechuza Selbstbewässerungssystem wieder einpflanzen, weil es hier wesentlich einfacher ist. Wir haben ja auch diese mineralischen Substrate, die wir verwenden von Vulcatec. Dort experimentieren wir im Moment noch. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal zum Vergleich an. Also auf die Art und Weise, wie es jetzt hier gegeben ist, mit der Karnivorenerde, funktioniert das in der Selbstbewässerung richtig genial. Also, ja, es läuft, würde ich sagen. Okay, dann schauen wir uns mal gleich oder jetzt einen Vergleich an. Jetzt sehen wir hier einen Vergleich zwischen der Drosera capensis alba und das andere ist die normale Drosera capensis, die hier im mineralischen Substrat steht. Nicht wahr? Also das ist tatsächlich so hier gegeben. Ist okay soweit, sieht gut aus, Klebetropfen sind auch da. Sie bekommt etwas weniger Licht als die Drosera alba, die habe ich also richtig unter vollem Zusatzlicht stehen hier. Ich messe gleich mal nach. Und diese hier steht momentan ja auf dem Tisch rum, so mal hier, mal da, mal dort. Also die kriegt nicht ganz so viel Licht und dafür sieht sie, würde ich sagen, doch auch ganz okay aus hier im mineralischen Substrat. Wachstum ist natürlich in der Karnivorenerde wesentlich besser gegeben, wie wir sehen. Es sei denn, das ist eine Sorte hier, die halt, ich sag's mal, spezifisch diesen Habitus hat. Ne? Das kann natürlich auch noch sein. Also es gibt immer wieder Sachen zu berücksichtigen. Man kann nicht immer gleich, wenn man etwas sieht, direkt Rückschlüsse drauf ziehen, weil man nicht alle Gegebenheiten kennt oder wenn man nicht alle Gegebenheiten kennt, nicht wahr? Das bleibt jetzt abzuwarten, inwieweit die Pflanzen sich weiterentwickeln, aber wir beobachten sie ja gemeinsam. Ich glaube, wir kennen sie ja schon lange Zeit und von daher würde ich sagen, guck mal, die Fliege hängt auch noch dran von damals. Ja, hängt da einfach, weiß Bescheid. Ja, ich würde sagen, das beobachten wir ganz einfach weiter. Hier sind auch etliche Blätter abgestorben zu Anfang. Sieht man auf dem Grund vielleicht, weiß nicht, ob ich das jetzt noch viel näher... Nö, kriege ich es jetzt nicht ran. Die liegen auf dem Grund, das lasse ich momentan auch so einfach, um das Ganze zu beobachten, wie sich das so dann selbstständig weiterentwickelt. In dem gedüngt wurde bis jetzt noch nicht wieder. Müsste ich mal nachmessen, inwieweit das notwendig wäre jetzt. Im Moment sieht die Pflanze okay aus, von daher doktor ich da jetzt nicht dran rum. Aber messen werde ich das gleich mal. Und ich schreibe euch das dann jetzt mit hinein. Ne? Ich messe das gleich und schreibe es jetzt mit hinein. Wie geht das? Ja, im Videobearbeitungsprogramm. Und da hat sich jetzt gezeigt, ich hoffe, dass das klappt. Wenn das klappt, dann wäre das Chaos oder die Katastrophe, die passiert ist, tatsächlich auch von Vorteil. Denn momentan der Film hat eine halbe Stunde gerendert und war fertig. Und das waren 20 Minuten, glaube ich, ungefähr. Den Film werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Jetzt lade ich den gerade hoch und ich scheine es tatsächlich zu schaffen. Der steht jetzt bei einer Stunde 30 Minuten. Mal gucken, wenn das klappt. Ich hoffe, dass das auch von der Qualität dann okay ist, beziehungsweise in dem Sinne jetzt gewesen ist. Wenn nicht, muss ich da noch irgendwas verändern. Aber nun ja, Versuch macht klug, ne? Learning by doing. Nicht lange lachen, einfach machen. Es wird schon klappen. So, das kurze Update hier zu der wunderbaren Drosera capensis alba. Das war kurz auf dem Wege hierhin mal kurz mitgenommen, das Moor. Oh, jetzt guckt ihr da mal die Schlauchpflanze an, das ist der Wahnsinn, die Utricularia. Das ist so irre. So, warum ich euch das zeige, aus einem gegebenen Anlass. Pass mal auf, und zwar werden wir jetzt mal just, das ist hier die Mutanchi, alter Falter, die gehen ab, das ist echt der Wahnsinn. Okay, die müsste ich auch mal... Ja, so langsam. Die müssen mal wieder Wasser haben. Okay, dementsprechend Dünger. Das ist das Loch hier im Moor. Hier haben wir vor kurzem, vor geraumer Zeit mal was rausgenommen, um hier eine Messstation zu haben. Das ist ganz gut, dass wir das machen können. Das ist nämlich ja, von Vorteil. So, jetzt werde ich euch mal zeigen, was daraus geworden ist. Ne? Denn ich habe es ja nicht weggeschmissen, sondern wir haben es tatsächlich, ich würde es mal sagen, so beiläufig mit weiter wachsen lassen in dem Sinne. Und von daher schauen wir uns das jetzt mal an, was daraus geworden ist.
Hier habe ich gerade schon gemessen, das ist schon fertig. Hier messe ich jetzt gerade noch. Das lasse ich so ein bisschen ruhen und gucken wir gleich mal. So, ja, um was es geht, du Blumenfee. Guck mal hier, da ist die Utricularia. Also, mega cool. Sie ist tatsächlich noch hier. Ich stelle mal eben den Fokus auf manuell, damit ich das ein bisschen schärfer stellen kann. So, pass mal auf. So schaut das Ganze jetzt aus. Wunderschön. Es ist sowas von genial, dass es tatsächlich so schön funktioniert. Und das Ganze liegt hier einfach nur, ja, was heißt nur, ne? Es ist hier in der Schale, ich muss jetzt wieder auf Automatik gehen, ja, hier in dieser Plastikschale. Ja, auch da sind Blüten zu sehen. Das Ganze ist mega cool gewachsen hier drin. Es hat sich also schon sehr weit ausgebreitet. Da ist die Utricularia, also der Wasserschlauch, ja, für prädestiniert, sagen wir es mal. Der wächst jetzt tatsächlich überall hier schon. Ja, einige Moose, die ich irgendwo mal rausgerupft habe, die so übrig waren, die habe ich dann auch mit hier reingeschmissen, damit sich das Ganze etwas schneller entwickelt. Aber das wird im Laufe der Zeit also richtig grün werden hier. Allerdings muss ich hier dringend mal wieder Wasser reinschmeißen, wollte ich gerade sagen. Wasser hineingießen. Das können wir mal eben machen. Also ich mache es genauso wie im Teich. Da kommt jetzt Wasser rein hier und dann kann das Ganze stehen bleiben eine Zeit lang, bis es halt wieder abgesackt ist, so wie es jetzt war. Also das können wir richtig schön fluten. Das hat sich also so bewährt. Da hast du auch lange Zeit Ruhe und brauchst lange Zeit erstmal nichts mehr machen. Und die ganze Geschichte hier wird sich entwickeln. Langsam entwickeln im Laufe der Zeit. Das wird so ein Biotop werden in dem Sinne. Der Selbstständigkeit. Mal gucken, was uns das Ganze hier im Laufe der Zeit zeigt. Aber schön zu sehen, dass man die Utricularia so auf so eine Art und Weise ganz einfach vermehren kann, dass das so schön funktioniert. Ich finde es mega cool. So, dann würde ich sagen, mal schauen, was wir gleich machen. So kann es gehen. Also hier tut sich immer noch nichts bei dem Mutantsamen. Wir hatten hier drei drin, zwei sind ja schon am Keimen gewesen. Einer wächst richtig gut, der andere nicht so gut. Ja, mal gucken, wie das damit weitergeht. Das finde ich auch sehr interessant. So, das mal kurz gemacht. So, pH-Wert, was war jetzt hier? 7,7 glaube ich oder so. Ist natürlich relativ hoch, aber inwieweit das relevant ist im mineralischen Substrat, ist noch eine andere Sache. Okay, düngen werden wir nicht. Das ist noch vollkommen ausreichend, was hier drin ist. Ich werde sie jetzt unter mehr Licht stellen, genauso wie diese Pflanze auch, um das besser beobachten zu können. Sinnvollerweise wäre es jetzt besser, wenn man das Wasser nochmal wechseln würde, nochmal reines Osmosewasser dementsprechend hineingeben würde. Erstmal ohne Nährstoffe dementsprechend auch. Aber nun ja, das müssen wir noch beobachten. Das ist alles noch in der Experimentierphase. Von daher lasse ich sie jetzt erstmal so. Ich meine, sie sieht jetzt nicht ganz bescheiden aus. Weiß Bescheid. Brauche ich einen Mülleimer? Ja, also, was schauen wir uns jetzt an? Wir haben noch was ganz Interessantes, das habe ich mir vor zwei, drei Tagen schon mal angesehen. Und zwar ist es so, dass dann sich dort etwas gezeigt hat, wo ich ein bisschen Angst hatte von der Entwicklung her, ob das so okay ist. Und dann dachte ich mir aber, oh Moment mal, du weißt ja noch gar nicht, was sich da entwickelt. Warte erstmal ab, lass es einfach so, um es mitzunehmen. Nicht alles, was so ganz schlecht aussieht, muss auch schlecht unbedingt sein. Von daher würde ich sagen, schauen wir jetzt gemeinsam in die Kiste rein, im Prinzip live. Wie gesagt, ich habe da auch schon lange Zeit nicht mehr reingeguckt jetzt und von daher, jo, lassen wir uns überraschen, was da passiert. Oder ist jetzt in dem Sinne, ich sehe jetzt schon mal die Veränderung von vor zwei, drei Tagen und dann dementsprechend jetzt. Oh Mann, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Ja, also, auch interessant zu sehen, dass hier bei der Karnivorenerde 160 Mikrosiemens drin sind. Ja, 5,5 ist okay. Die Pflanzen richtig gut und von daher ist diese Methode mit der Karnivorenerde in der Selbstbewässerung vom Blechhutzer-System dementsprechend, wie sagt man so schön, tippitoppi. Weiß Bescheid? Okay, dann geht's weiter. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. So ein bisschen Bewegung ist da, wenn man ganz genau hinschaut. Ja, hier sind also tatsächlich auch Springschwänze drin. Das ist okay, das ist gut so. Die tun also den Pflanzen nichts. Pass mal auf, dann, achso, kannst du gar nicht sehen. Da ist jetzt unsere Schale, die wir uns jetzt anschauen. Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich wissen will, was passiert denn da oder was ist denn da zu sehen. So, dann nehme ich den Deckel mal ab. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, gucken, ob ich da eingreifen muss. Ist das jetzt, ja, da ist jetzt die Frage, was entwickelt sich da tatsächlich? Das sieht nach Schwarzschimmel aus. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal etwas näher an.
Das wird jetzt nicht so einfach sein von der Aufnahme her. Pass auf, hier ist alles okay, ne? Hier, das waren die Drosera spatulata. Die Blätter, die wir hier reingelegt haben. Eine Veränderung kann ich nicht sehen bis jetzt. Das ist alles soweit noch okay. Hier sind die Blätter, die schon Pflänzchen hatten. Die entwickeln sich sehr gut, muss ich sagen. Die sehen also mega klasse aus. So, auch hier sehen wir jetzt dort auf dem Wasser so einen komischen grünen Fleckenbelag. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, was hier entwickelt. Okay, das sind Drosera madagascariensis. Die hatten wir herausgenommen aus dem Topf, wo die ganzen Sämlinge drin sind. Die haben wir hier reingepackt. Sieht soweit noch okay aus. Nichts Schlimmes, aber auch hier dieser komische Belag. Ja, was ist das jetzt für eine Vorstufe? Hier sehen wir noch die Drosera carpensis Blätter. Die sehen momentan relativ gut aus. Der eine jetzt hier in der Mitte nicht mehr so gut. Auch hier müssen wir abwarten, was oder ob sich dort etwas entwickelt. Ich vermute, dass ich wahrscheinlich das Ganze verunreinigt habe irgendwie. Dadurch, dass das jetzt abgeschlossen war, ne, verdeckt, abgedeckt, dass dadurch sich dementsprechend hier Schimmel, Schwarzschimmel ausbreitet. Ich weiß es nicht. Sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Hier sieht es eigentlich soweit noch okay aus, aber hier, hier haben wir schon so einen komischen, sieht bald aus wie Sporenbelag. Ja, was sollen wir jetzt hiermit machen? Ich würde sagen, wir lassen es erstmal offen stehen. Was ich machen könnte, ich werde... Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus hier. Ich werde mal den anderen Kasten daneben stellen, wo die Utricularia drin sind, die kleinen. Also dieser Plastikschale auch. Weil dort sind ja Springschwänze drin und die wären jetzt hier gut. Die Springschwänze könnten nämlich dem Ganzen ein bisschen... her werden, wenn sie dann tatsächlich sich hier vermehren würden. Ja, okay. Das ist jetzt ein Phänomen, das sehe ich das erste Mal. Wir haben hier Torf verwendet, dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Dass wir das mitnehmen. Ansonsten, ne, auch hier ist grün, das ist okay. Das sind Moose, die sich entwickeln, das ist also easy. Das soll auch so sein in dem Sinne, das gehört einfach dazu am Moor. Aber das andere jetzt... Ich weiß nicht. Also ich habe es so noch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Es sind ja auch nur Phänomene, die wir hier machen. Ne? Das ist ja in der Natur nicht so gegeben, dass Moor abgedeckt ist. Ne? Das ist ja eigentlich offen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt auch offen stehen und werden das Ganze weiter beobachten. Und was denkt ihr denn, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt? Was ist das hier, was sich hier entwickelt? Hier entwickelt sich ja nur einiges. Ne? Auch hier diese komischen Punkte auf dem Wasser. Aber da gehe ich doch von aus, dass das Algen sein könnten. Oder doch auch Moose, eine Vorstufe. Ja, ist schon cool, was man hier alles beobachten kann. Das kann ich euch sagen. Eigentlich müsste ich ja mal dran riechen. Aber im Moment habe ich Schnuppen. Von daher bringt das nichts. Okay, ich würde sagen, eure Meinung ist gefragt. Ansonsten lassen wir es erstmal so, wie es ist. Sorry. Und werden dann dementsprechend den anderen Kasten daneben stellen, damit sich hier die Springschwänze dann vielleicht vermehren. Und das Ganze, wenn es nicht so gut ist, beseitigen könnten. Ich würde sagen, wir beobachten es weiter. Also ich werde hier nicht direkt eingreifen in dem Sinne, sondern wir lassen den Kasten so, wie er ist. Und schauen mal, was sich dann entwickelt. Ne? Dann lernen wir vielleicht daraus auch etwas. Es sieht schon aus wie Schimmel, aber nun ja, ne? Vielleicht ist das auch eine Vorstufe von was ganz anderem. Wer weiß halt schon, was im Moor dementsprechend bzw. im Torf alles drin enthalten ist. Okay. So, dann werden wir jetzt mal... Irgendwie sieht die Farbe besser, ne? So, pass mal auf, ich werde das jetzt vorsichtig mal ein bisschen einsprühen hier. Hier, damit der Staub nicht so gegeben ist. Und ich werde die beiden Schälchen jetzt, wie gesagt, nebeneinander stellen, damit die Springschwänze hier dementsprechend übergreifen können. Ne? Das machen die von ganz alleine, brauche ich soweit gar nichts machen. Das ist dann soweit okay. So, meine Lieben, das war es jetzt erstmal zum Thema Pflanzen. Das heißt, wir werden jetzt, doch das sieht man dich gar nicht, gemeinsam jetzt mal die Briefe öffnen. Ne? Also wer jetzt nicht mehr gucken möchte, kann jetzt gerne abschalten. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. So, wir werden also jetzt, ich bin mal gespannt, wann hier eine Film jetzt rankommt, weil es geht jetzt immer weiter höher. Jetzt sind wir bei einer Stunde 53, bei 44%, also wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Das ist so, ne, ab... 10 Uhr, 11 Uhr ist Feierabend. Das musst du schon vorher machen. Ne? Am besten dann
Nun ja, es wird ja sowieso so sein, in der Regel, dass ich jetzt die Filme mache und dann morgens den Tag darauf dann dementsprechend hochlade, weil dann geht das ganz schnell. Und dann kann ich also im Prinzip so viele Filme machen, wie ich will, weil das Rendern geht ja ratzfatz jetzt, so wie es aussieht. Muss ich erst mal abwarten, ob die Qualität passt, ne? Aber das werden wir dann schon gesehen haben. Pass mal auf, wir haben jetzt zwei Briefe, unabhängig davon, welchen ich zuerst öffne jetzt. Das mache ich einfach jetzt hier so, wie ich das... Das ist ja ein cooler Briefumschlag, guck mal. Habe ich auch noch nicht gesehen. Holzoptik. Buche, würde ich sagen. Das ist Holzoptik-Buche, oder? Ne? Oder doch Eiche. Ne, Eiche könnte es auch sein. Okay, ne? Aber ist cool, ne? Dass es sowas aufhebt. So, den kann man auch so schön aufziehen. Das klebt richtig fest, aber man kriegt es tatsächlich so offen. Oh, hoffentlich haben wir jetzt die Adresse nicht gesehen. Wenn nicht, muss ich gleich rausschneiden. So. Moment. Das ist Holz. Da lachst du dich schlapp. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Jetzt habe ich nämlich die Holzstruktur tatsächlich abgerissen hier. Kannst du das sehen? Das ist ja mega cool. Ein Briefumschlag mit Holzstruktur, mit richtigem Holz. Im Prinzip, wie sagt man das? Nicht laminiert, funiert. So ist es. Also Holzfurnier ist das in dem Sinne. Das ist ja mal eine coole Sache. Da bin ich ja mal gespannt. Pass mal auf. Ach Mann, ey. Wenn man das entwickelt hier, da bin ich echt dran. Es gibt so viel Spannendes. Pass mal auf. So, ich hoffe, ich darf es vorlesen. Ich weiß nicht. Ich lese es jetzt einfach vor. Wenn nicht, muss ich es rausschneiden. Ne? Ist ja immer so. Ja, am besten ist es irgendwie, wenn das vorher draufsteht irgendwo. Hier steht es jetzt nicht drauf. Hallo lieber Detlef, ich hoffe, du hast die Feiertage gut überstanden und konntest etwas Zeit mit deinen Lieben verbringen. Ja, das konnte ich und gut verbracht jetzt relativ, ne? Dadurch bedingt, dass die Schmerzen jetzt eigentlich weg sind. Die Mittagtabletten habe ich noch gar nicht genommen. Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Uhr und mir geht's gut. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich hoffe, dass das weggeht jetzt, ey. Jetzt fragst du dich sicher, wer schreibt mir da einen Brief? Nun, mein Mann ist Stefan und... bin 32 Jahre jung. Ich bin nebenberuflich im Online-Marketing tätig und immer auf der Suche nach interessanten Menschen. Okay. Da ich mir neulich einen Bonsai gekauft habe, bin ich auf dich und deinen YouTube-Kanal gestoßen. Nach einigen Videos habe ich die Videobeschreibung gelesen, somit erfahren, dass du durch Affiliate-Links Geld verdienst. Ja, da bin ich natürlich hellhörig geworden. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Ey, hoffentlich darf ich das vorlesen. So, aus diesem Grund schreibe ich dir. Ein solches Projekt kann man natürlich noch weiter tunen und mit etwas Mehrwert für die Community die Einnahmen deutlich steigern. Der Mehrwert für die Community, das ist eigentlich das schlaggebende Wort. Was interessant ist, also dieser Brief ist schon mal, ich sag's mal so geschrieben, dass das Ganze, wie sagt man das, gut rüberkommt. Sagen wir es mal so. Okay? Aus diesem Grund möchte ich mich einmal mit dir über eine mögliche Kooperation unterhalten. Vielleicht finden wir zusammen. Gerne würde ich mal mit dir Skype. Mehr Skype habe ich nicht. Ne? Wobei sich das jetzt vielleicht ändern kann durch den PC jetzt. Muss ich mal gucken. Ne? Es steht noch viel offen jetzt. Aber wir machen langsam. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Das ist Bescheid. Erstmal die Kamera, jetzt der PC. Dann muss ich mich erst wieder einarbeiten. Gucken, welche Möglichkeiten es gibt und so weiter und so fort. Und vor allem, wie viel mehr Wert an Zeit ich dadurch gewinne. Das ist das Allerwichtigste bei der Arbeit. Das muss man nicht vergessen. Okay, weil man kann dann effektiver arbeiten. Okay? Und natürlich auch spannender, weil man kann sich Zeit lassen. Weil Zeit gewonnen, kannst du Zeit geben und dementsprechend, das ist eine coole Sache. So, gerne würde ich mit dir einmal skypen, dass wir uns kennenlernen und uns ein wenig austauschen können. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Falls du Interesse hast, melde dich doch einfach bei mir. Okay, mit freundlichen Grüßen, Stefan. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, um was es hier geht. Aber gut, meine Versuch macht klug, wie wir wissen. Aber ich sag's jetzt mal so, lieber Stefan, ich lasse mir noch etwas Zeit, okay? Ich werde darüber nachdenken. Ich bekomme auch viele E-Mails darüber, aber die meisten, bin ich ganz ehrlich, da sage ich, nee, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Auch von einigen Firmen, sage ich jetzt mal, die ich dann aber dementsprechend nicht bevorzuge oder wo ich sage, nee, muss nicht sein. Ne? Ich meine, wenn jetzt eine Firma kommen würde, die jetzt
Rechuza oder Vulcatec oder Felco oder weiß Bescheid. Da wäre ich schon interessiert dran, aber es gibt so, ich sag mal so, viele ja, Online-Verkaufsplattformen, die gerne möchten, dass ich da mit einsteige und da auch ne, dementsprechend Produkte teste und dementsprechend dann vorstelle und das natürlich auch verlinke und hast du nicht gesehen. Ich sag's aber auch mal wieder so langsam, peu à peu. Aber grundsätzlich bin ich da nicht so interessiert dran. Ich meine, wenn mich etwas interessiert, ist das eine andere Sache. Dann kann es zu einer Kooperation kommen. Ne? Aber es ist ja auch so, dass man in einem Jahr nicht 20, 50 Kooperationen eingehen kann. Ne? Ich sag's mal so, im Jahr eine, okay, vielleicht auch zwei. Oder, ne, das Ganze muss ja das Ganze sehen, den ganzen Rahmen, Raum und alles, um was hier überhaupt geht. Ne? In erster Linie geht es ja darum, dass wir Pflanzenfilme machen und das gemeinsam beobachten, was sich entwickelt, welche Möglichkeiten es gibt. Ne? Vor allen Dingen einfach. Das ist ja das Allerwichtigste bei der ganzen Sache. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, okay, lieber Stefan, ich sag's mal so. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Denke mal, das durfte ich so vorlesen. Das ist okay, ne? Ja, doch. Das ist okay. So, dann lassen wir das so stehen. Jetzt kommen wir zum nächsten Brief. Wir sehen schon, das wird auch relativ lang jetzt, aber es ist nun mal so, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit. Ne? Und von daher, wer gucken möchte, kann gucken. Ne? Jetzt haben wir den nächsten Brief hier. Da ist jetzt die Adresse. Oh, gut, Sandlebensgartenkanal, das kann ich sagen. Ne? Gärtnern auf Rügen. Ja, das ist ja auch gewollt, denke ich mal. Ne? Das ist dann selbst Promoting in dem Sinne. Promoting, nicht wahr? Weiß Bescheid. Okay. Jetzt liegt die Adresse oben, das ist blöd, wenn ich die jetzt wegschneide. Wo mache ich das denn jetzt auf? Ja, lol. Machen wir es von unten. Hm? Vorsichtig, ich hoffe, ich habe jetzt nichts gekillt. Ich hoffe, ich habe nichts gekillt. Weißt du Bescheid? Samen? Oh Mann, jetzt ja, jetzt geht's wieder, ne? Samen. Wie gesagt, in der Regel möchte ich ja. Jetzt kriegt das Ding nicht auf, sag mal. In der Regel möchte ich ja keine Samen geschickt bekommen, weil ich so viele Projekte noch habe, ich habe es ja noch oft genug gesagt. Ne? Aber andersrum, wenn ihr mir welche schicken wollt, bleibt euch überlassen. Was ich damit mache, das bleibt mir überlassen. Okay? Entweder mache ich es oder auch nicht. So, was haben wir hier drin? Oh, Tomate. Blush Tiger und Kurzula 133. Okay, eine Tomate mit Nummer. Pass auf, irgendwie habe ich hier was verkehrt gefeilt. Ah, okay, so, jetzt pass mal auf. Ja, ich will auch nichts hier rausfallen lassen oder so. So, okay, haben wir das. Haben wir das so, pass mal auf. Das sind dann die Samen der Tomaten hier. So, was haben wir noch hier? Ach, guck mal. Ist ja auch interessant, ne? Ich lasse das jetzt mal so dran hier. Die wilde Karde soll ja gegen Borreliose helfen. Also die wilde Karde in dem Sinne nicht, sondern die Tinktur, die herausgestellt wird aus den Wurzeln. Der wilden Karde. Wir wissen, oder wer sich erinnert, wir haben anfangs, als ich damals krank wurde, schon mal Samen geschenkt bekommen. Die habe ich damals nicht zur Aussaat gebracht, weil ja, ich hatte halt so tausend Sachen im Kopf. Wenn der so krank ist, weiß Bescheid. Denke, die meisten wissen es. Okay, dann hatten wir von der Anna, das werde ich nie vergessen, Samen bekommen ohne Namen. Ne? Sie sagte dann, jo, ne, wirst schon sehen, was wird. Ne? Das war ja nun lange Zeit ein Rätselraten, bis wir dann tatsächlich herausgefunden haben, dass es die wilde Karde war. Ne? Die wächst draußen, steht draußen jetzt noch im Topf, also die wird draußen im Topf überwintern, ist jetzt im Laufe des Sommers gewachsen, also sie kommt dann ins zweite Jahr nächstes Jahr. Das heißt, sie wird nächstes Jahr blühen. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir die Wurzeln der wilden Karde ernten wollen, lassen wir die Blüte sich entwickeln und dementsprechend den Samenstand, jetzt geht es ja doch wieder über Pflanzen, oder schadet das der Wurzel? Geht die ganze Kraft der Wurzel dann dementsprechend in die Entwicklung der Blüte und dementsprechend der Samen, damit sie sich vermehren kann? Also ist da die Frage gestellt, wenn der Blütentrieb sich entwickelt, sollte man ihn abschneiden oder nicht? Ihr seht schon, ich weiß, es ist nicht immer alles einfach, ne? Da macht man sich dann Gedanken drüber. Und das findest du jetzt nicht unbedingt mal eben schnell, wenn du danach googelst. Von daher würde ich sagen, wird das eine interessante Sache für den, der jetzt Erfahrung hat und uns das mitteilen kann. Wäre das natürlich allerliebst von ihm und von daher denke ich mal, können wir da auch etwas mitnehmen. Das würde mich jetzt brennend interessieren, weil bis jetzt bin ich mal davon ausgegangen, gut, jetzt ne, zwei Jahre brauchst du zu blühen, also lässt du zwei Jahre wachsen. Aber vielleicht ist das gar nicht ratsam, um daraus eine Tinktur herzustellen. Was dann vermutlich auch nicht ganz so einfach ist, also da muss er dann auch. Ne, ach ja, weiß Bescheid. Und ob es dann tatsächlich hilft, ist auch noch dahingestellt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir diese wilde Karde-Tinktur auch schon mal bestellt. Ist schweineteuer. Ich habe sie auch eine Zeit lang genommen.
ich sag mal 4 Wochen ungefähr. Dann habe ich aufgehört damit, weil zu der Zeit ging es mir nicht so gut und ich hatte das Gefühl, mir geht es immer schlechter dadurch. Und da habe ich das dann sein lassen. Vielleicht ist es aber auch so, dass das normal ist, ne? Weil da habe ich ja keine Erfahrung von. Das ist immer so gegeben, ne? Und ich wollte da jetzt nicht rum experimentieren, habe ich sein gelassen. Es kann natürlich sein, wie gesagt, dass das ganz normal ist, bedingt durch diese Tinktur, dass die körperlichen Bakterien, die du in dir hast, dass die absterben und dadurch diese Reaktion des Körpers kommt. Denkbar. Aber wie gesagt, ich bin da kein Fachmann drüber und ich möchte auch kein Fachmann darüber werden in dem Sinne, aber es gibt genug Leute, die so wahrscheinlich sind, die uns vielleicht etwas dazu erzählen können, ob Pflanzen wirklich Bakterien töten können, ist eine andere Sache. Ne? Das soll dahingestellt sein. Ich gehe davon aus, dass zwar bestimmte Stoffe einiger Pflanzen uns begleitend unterstützen können, positiv, ne? Um den Körper reinigen halt und solche Sachen, aber ob da wirklich die Bakterien töten, ist so eine Sache. Ich war jetzt über 4 Jahre, ich sag's nicht schmerzfrei, ich habe regelmäßig Tabletten genommen, aber halt verhalten. Mal eine am Tag, mal 3-4 Tage gar keine, dann mal vielleicht 2 am Tag. Es war immer unterschiedlich, nachdem wie ich mich auch belastet habe, ne, war das so gegeben. Und jetzt kam ja dieser Hau, dieser richtige Hau, dieser Rückfall, wo die Schmerzen so stark waren, dass ich mich vor Zug geschmissen hätte, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Und hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, Tabletten zu haben. In dem Sinne, gäbe es diese Möglichkeit nicht, dann wäre es so gekommen. Weil mit diesen Schmerzen kannst du nicht leben. Da kannst du dich nur noch irgendwo hinklatschen. Ist so. Ist tatsächlich so. Gut, ich habe Glück gehabt, dass ich die Tabletten noch hatte. Anfangs hatte ich normale Schmerztabletten genommen, bis ich die wieder gegessen habe, wie Bonbons, ne? Im Prinzip jede Stunde. 1, 2. Und habe ich gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Und dann haben wir mal geguckt. Wir haben die Tabletten wiedergefunden, die wir damals hatten, um eine Kur zu machen. Tablettenkur, wie nennt man das jetzt? Ach, hier, letztens hatte ich es ja noch gesagt. Therapie, Schmerztherapie mit Tabletten dementsprechend. Ne? Und es scheint so zu sein, dass ich es geschafft habe. Ne? Also das ist schon mal eine coole Sache. Ich meine, jeder weiß, das ist Gift. Das, was du da in den Körper reinballerst, das ist pures Gift und das schadet auch dem Körper, ganz klarer Fall. Braucht man nicht lange drüber reden, du wirst ständig erkältet sein, hast dich nicht gesehen, bist anfällig gegen alles Mögliche. Okay, jetzt aber zum Brief. Tut mir leid, dass ich das jetzt so ausgeweitet habe. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach Mann! So, Sandlebensgartenkanal, okay. Okay. Doch kein Name. Vielleicht finden wir den noch? Ich weiß nicht. Okay. Lieber Detlef, schon lange verfolge ich deinen Kanal und da ich wie viele andere um deine Krankheit weiß, habe ich mir Gedanken gemacht. Ganz herz allerliebst, Dankeschön. Nun ja, du weißt Bescheid. Deshalb schicke ich dir einige Samen von der wilden Karde. Wie sagst du immer? Versuch macht klug. Da hast du jetzt natürlich recht. Und da wir jetzt schon auf dem Weg sind, die Pflanze heranzuziehen, das heißt also dementsprechend können wir dann auch mehr heranziehen, wenn wir nur wissen, wie das geht. Man kann sie tatsächlich auch jetzt schon in der Winterzeit draußen drinnen aussehen. Dann hast du kleine Pflänzchen, die kannst du im Frühjahr dann nach draußen pflanzen, umtopfen dann. Die wächst sehr schnell dann. Also das, was die abgegangen ist im Sommer, das ist der Wahnsinn gewesen. Okay, das mal kurz so dahin gesagt. Zum Beispiel kann man aus ihr Tinkturen herstellen. Ja, das weiß ich ja. Das wissen wir mittlerweile alle dementsprechend, weil ich es ja schon gesagt habe. Die gegen deine Krankheit helfen können. Mit Ausrufungszeichen. Ist dahingestellt. Ne? Das ist... Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Immer noch kein Name. Viel Spaß beim Anbau und viel Erfolg. Es grüßt dich Nadine. Also Nadine, ganz herzlichen Dank, dass du A, natürlich auch hier zuschaust und B, dir auch Gedanken machst über mich als Menschen. Das finde ich super. Ne? Ist nicht selbstverständlich heutzutage, aber wir haben auch ganz viele Zuschauer, die das machen. Das ist, muss ich mal so damit hinsagen, weil viele ja... Ich sag's mal so, nicht nur gucken, weil wir was über Pflanzen machen, nicht wahr? Sondern weil es eben mich auch gibt in dem Sinne. So, es grüßt dich Nadine, Sandlebensgartenkanal. Wenn du magst, kannst du die Karte vorlesen. Liebe Grüße. So, danke schön. Dann habe ich das jetzt vorgelesen, obwohl ich das gar nicht wusste, ob ich es lesen darf. Aber ich kann es ja rausschneiden, wenn es nicht gegeben ist. Ne? Auch den Brief, den ich jetzt vorher vorgelesen habe, wenn das nicht gewünscht ist. Es ist jetzt online, dann dementsprechend, wenn es aber nicht gewünscht ist, brauchen wir das nur sagen, dann kann ich tatsächlich auf YouTube in so eine Videobearbeitung gehen, kann den rausschneiden, den Teil. Das dauert dann ein paar Stunden, bis YouTube das in diesem Video-Editor, wie das heißt, bearbeitet hat und das dann rausgeschnitten und zusammengefügt hat wieder. Aber das geht. Also man kann Teile aus einem Film tatsächlich herausschneiden, wenn das nicht gewünscht ist. Nicht wahr? Also einfach nur Bescheid sagen, dann mache ich das natürlich auch. Meine Güte, liebe Leute, liebe Nadine, ganz, ganz lieben Dank. Super. Okay. Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Ja, ist nicht mehr lange. Ne? Heute ist ja, was hat gesagt? 29. Ja, ne?
29. Boah, alter Falter, das war ein aufregendes Jahr, Leute. Und wenn man mal überlegt, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ja, gedanklich bin ich schon viel, viel weiter. Aber im Moment muss ich alles noch so nehmen, wie es kommt hier. Ist halt so gegeben erstmal. Aber gedanklich sind wir schon, oder ich dementsprechend schon viel, viel weiter. Aber nun ja, werden wir sehen, was für Möglichkeiten uns sich noch bieten werden. Nicht nur im Laufe des nächsten Jahres, sondern allgemein in den nächsten Jahren. Also wie gesagt, gedanklich bin ich da schon ganz weit. Aber mal gucken, was möglich ist. Ne? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, ganz lieben Dank, dass du, weißt Bescheid, bis jetzt zugeschaut hast. So, und auch zugehört, nicht wahr? Ich rede ja nur eigentlich sehr viel. Ich versuche natürlich auch, lieber Martin, langsamer zu reden. Manchmal gelingt es mir, aber ich bin auch ein Mensch, der halt heraus sprudelt. Das heißt also, wenn ich anfange zu reden, dann rede ich, dann denke ich nicht darüber nach, wie ich rede. Dann kommt es einfach so, wie es ist, nicht wahr? Weißt Bescheid. So, jetzt aber. Wenn es gefallen hat, nicht wahr? Winke, winke. Bis ganz bald im Reich der Pflanzen. In dem Sinne, euer Telefonmisch und viel Spaß mit euren Pflanzen. Und was ihr sonst noch so macht. So, einmal tief durchatmen. Ich habe fast das Gefühl, dass es so sein sollte, dass der PC kaputt geht. Wer weiß. Nun ja, er hat uns auch gute Dienste geleistet. Also, jetzt aber Feierabend. Da ist der Film schon wieder so lang geworden. Aber so ist. Okay, so. Ciao, ciao. Okay, wilde Karte. Ja, müsste ich euch eigentlich bei Gelegenheit mal zeigen. Wir könnten auch eigentlich mal wieder nach draußen gehen. Wenn das Wetter denn endlich mal schöner wird. Wir hatten ja, glaube ich, einmal waren wir schon wandern gewesen im Wald. Vor 3 oder 4 Tagen, da war es wunderschön. Morgens zumindest, mittags wurde es dann kalt, da wurden die Füße richtig kalt, obwohl wir gewandert sind in dem Sinne. Ich mit den Kindern. Ja, es, wenn das Wetter einigermaßen ist, dann gehen wir mal draußen, weil ich will mir auch ständig eine Erkältung einfangen, weil jetzt habe ich schon wieder eine Erkältung von da. Ja, das ist der Nachteil, wenn du der Tabletten schluckst, ne? Aber was soll's, ist immer noch besser, als wenn du mit Schmerzen vom Zug springst. Also, okay. See you later. So verpeilt kann man sein, ne? Ich glaube, das hatte ich gar nicht vorgelesen. Ne? Und weil ich es nicht lassen konnte, hier meine 2 liebsten Tomaten, die auch Kindern sehr gut schmecken. Weiß Bescheid. Liebe Grüße, Nadine. Okay, danke, danke.